Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based Podcast. In der letzten Folge haben wir mit Frau Dr. Isabel Brandhorst über das Thema Computerspielsucht geredet. Und in dieser Folge möchten wir darauf etwas aufbauen, denn wir möchten es aus einer anderen Perspektive uns nochmal angucken. Und zwar aus der Perspektive von jemandem, der selber eine Computerspielsucht hat, beziehungsweise lernt damit umzugehen. Ich hoffe, ich formuliere das jetzt richtig. Du kannst mich gleich nochmal korrigieren, falls ich es falsch ausdrücke. Und der auch eine Selbsthilfegruppe für Mediensüchtige in Stuttgart mitgegründet hat und mitleitet. Und dafür möchte ich mich jetzt mit Hendrik unterhalten. Hallo Hendrik. Hallo. Ja, cool, dass du über dieses sehr sensible Thema mit mir reden möchtest. Ich spreche da sehr gerne drüber. Ja, es ist ja, das haben wir in den Vorgesprächen auch oft gehabt, immer noch sehr tabuisiert, beziehungsweise Leute möchten eben auch einfach nicht geoutet werden als Süchtige in jeglicher Hinsicht, ob das jetzt Mediensucht, Alkoholsucht etc. ist. Deswegen nennen wir hier jetzt auch immer nur deinen Vornamen und nichts weiteres. Ja, genau. Ja, genau. Ich heiße Hendrik und ich sage immer, ich habe Mediensucht. Ich habe eine Mediensucht. Das ist theoretisch nicht korrekt, wie wir letzte Folge schon gelernt haben. Das ist eigentlich Internetnutzung oder Computernutzungsstörung heißt. Das ist definitiv korrekter, aber irgendwie, ich weiß nicht, Mediensucht klingt irgendwie prägnanter. Deswegen sage ich das. Die Leute können sich da zumindest ein bisschen mehr was drunter vorstellen. Aber auch wenn man nicht nach auf jeden Medien... Fall kürzer. Ist kürzer, ja. Deswegen sagt man halt eben auch, glaube ich, dann einfach INS. Genau, aber ich habe eine Mediensucht tatsächlich. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob das tatsächlich jemals offiziell diagnostiziert war, weil ich glaube, damals, als das diagnostiziert wurde, gab es noch keine Diagnosekriterien, weil ich das schon ungefähr seit 10 Jahren mit mir so rumschleppe. So ungefähr seit ich 16 bin, würde ich sagen, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, bin ich süchtig. Nach bestimmten Computerspielinhalten, Internetinhalten etc. Genau. Was würdest du sagen, was war damals so der Auslöser? Beziehungsweise kannst du jetzt im Nachhinein sagen, es gab irgendeinen Grund, der dafür gesorgt hat, dass du eine Sucht entwickelt hast? Am Anfang, es war eigentlich eher ein schleichender Prozess am Anfang. Also wirklich, also ich habe wie viele Leute vielleicht in meinem Alter, mein allererstes wirklich großes Videospiel, war, glaube ich, Pokémon, gelbe Edition für den Game Boy Color. Da erinnern sich, glaube ich... Bestes Spiel. Ja, genau. erinnern sich, glaube ich, viele in meinem Alter so zwischen Mitte, Ende 20, glaube ich, noch dran. Das habe ich viel, viel gespielt. Das war, glaube ich, 6 oder so im Jahr 2000. Und dann kam halt eben GameCube, dann kam die Nintendo Wii, dann kam PlayStation 3... und immer irgendwie weiteren Konsolen, dann irgendwann so 16, 17 kam dann eher der Computer und dann habe ich damals ein kleines unbekanntes Spiel namens League of Legends angefangen, kannte noch keiner, war noch damals in der Beta, hat keiner irgendwie irgendeine Ahnung gehabt, was dieses Spiel war, aber ich habe es ziemlich abgefeiert und dann später 2012 kam noch ein MMO namens Guild Wars 2 dazu und das hat über diese ganzen Jahre, das waren, glaube ich, halt irgendwie knapp 10 Jahre oder so, habe ich halt quasi immer mehr gespielt. Ich bin zu spät zum Abend- oder Mittagessen gekommen, weil ich halt eben irgendwie entweder weiterspielen wollte oder wie im Fall von League of Legends das typische Meme quasi gibt, dass man halt eben Online-Spiele nicht pausieren kann und dass die Eltern das halt nicht verstehen, dass man das nicht pausieren kann. Genau, und deswegen gab es auch zu Hause häufiger auch mal Krach, weil ich halt eben nicht zu, weil ich halt nicht, weil ich irgendwie zu spät zum Abendessen kam oder zum Mittagessen. Meine Hausaufgaben habe ich zwar immer gemacht, aber auch eher so Pi mal Daumen. Aber ich bin. Was jetzt aber auch nicht ungewöhnlich für das Alter ist. Naja, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings auch. Aber es war trotzdem, sagen wir mal so, ich habe quasi alles nach hinten gesetzt. Damit ich irgendwie zocken konnte. Zum Judo gegangen bin ich auch, glaube ich, nur so pseudo-mäßig. Also das habe ich nur, ich habe damals nur noch Judo gemacht, damit ich meinen Eltern noch sagen kann, hier, ich mache ja noch was anderes, außer Videospiele zu spielen. Aber genau. Und dann... Gab es dann auch den Moment, dass deine Eltern dich darauf angesprochen haben? Also so, wir hatten ja mit der Frau Brandhaus darüber geredet, dass Eltern dann ihre Kinder teilweise zu ihr hinzerren. Gab es dann auch so einen Moment, wo deine Eltern gesagt haben, so, hey, es geht so nicht mehr weiter, wir müssen da jetzt irgendwas ändern?
Damals noch nicht. Als ich bei meinen Eltern noch damals gewohnt habe, war, also es gab halt eben Streit und die Konsolen wurden mir weggenommen. Und dann, heute würde ich sagen, dann habe ich sie nach 2 Wochen wegen guter Führung wiederbekommen quasi. Oder halt, ja, einfach, ich habe sie viel, viel früher wiederbekommen, als eigentlich gedacht oder als eigentlich vereinbart war. Aber weil ich dann auch viel, viel besser war. Ich war viel weniger launisch, ich war viel weniger, also ich hatte schon so Symptome, die man heutzutage mir aneignen würde. Aber damals, bei meinen Eltern ging es noch. Die haben zwar immer gesagt, so, der spielt super viel, aber das Wort Sucht, glaube ich, kam damals noch nicht irgendwie auf, weil es auch noch gar nicht so verbreitet war damals. Und dann bin ich ausgezogen, hab angefangen zu studieren, habe eine Einzelwohnung gehabt, bin alleine, habe dort alleine gelebt und hatte dann halt... Wie alt warst du da? Da war ich 18. Hab bei 18 okay. Mein Abi gemacht, bin dann ausgezogen und hatte dann in meiner eigenen Bude plötzlich keinerlei elterliche Kontrolle mehr. Das heißt, ich konnte machen, was ich wollte. Hieß erst mal, im ersten Semester habe ich ziemlich viel gezockt, aber auch halt neue Leute kennengelernt, neue Stadt, habe ich so ein paar Leute kennengelernt. Ging das ganz gut. Aber was auch das andere Ding war, ich habe halt damals meine erste Freundin kennengelernt und bin dann 3 Monate später wieder von ihr verlassen worden, pünktlich zum Semesterferienbeginn. Hieß, ich war komplett emotional fertig, ohne zu realisieren, dass ich komplett emotional fertig war. Und einfach, um damit fertig zu werden, wie ich heute weiß, habe ich halt eben gezockt. 16 Stunden am Tag, also wirklich aufgestanden, Computer angemacht, League of Legends, Guild Wars 2, YouTube-Videos, irgendwas auf Netflix geguckt, zwischendurch halt was gegessen, irgendwie Pizza mir mal eben reingeschoben, schnell zum Supermarkt irgendwie oder zum Dönermann nebenan, kaum geduscht, kaum geschlafen halt eben, weil ich bis 3 Uhr morgens halt gezockt habe und dann irgendwie tot ins Bett gefallen bin und wie jeder ja weiß, wenn man bis kurz vor knapp Bildschirm guckt, schläft man nicht so besonders gut. das heißt, und wie war das, als du mit deiner Freundin zusammen warst? Hast du weniger gezockt oder hat sie mitgezockt? Wie sah das aus? Das war einer der großen Gründe, warum ich halt eben sie so cool fand damals. Sie hat halt eben auch gezockt. Nicht so viel wie ich und auch nicht unbedingt die gleichen Spiele wie ich, aber sie hatte das auch irgendwie, sie war da halt eben auch involviert. Deswegen fand ich das irgendwie so cool. Ich glaube, insgesamt habe ich weniger gespielt, als ich mit ihr zusammen war, weil ich halt irgendwie was anderes zu tun hatte halt eben. Ich habe festgestellt, oh, Frauen, cool. Das klingt nach diesem Klischee, irgendwie finde eine Frau oder einen Mann in deinem Leben und dann wendet sich alles und du wirst zu einem ganz neuen Menschen, wenn du die Liebe gefunden hast. Ja, aber wie man dann, also ja, ich kenne tatsächlich auch super viele Jugendliche und Jungs, die halt eben auch eine extrem heftige Zockerzeit hatten und dann ein paar, also das hatten die 2-3 Jahre und dann irgendwann ist es langweilig geworden und haben sie was anderes gefunden, was sie irgendwie super toll finden oder sie haben plötzlich eine Freundin oder Freund gehabt und dann plötzlich war das viel, viel interessanter als jetzt das Zocken. Und vorher hätte ich definitiv gesagt, ja, absolut süchtiges Verhalten und danach war es halt eben weg und deswegen kann halt eben auch eben mal passieren. Ich glaube, das war ja auch das in der letzten... Das passt ja auch zu dem, genau, was Frau Brandhaus gesagt hat, diese Selbstheilquote, wo dann irgendwas passiert und die Leute hören dann schlagartig auf oder ziehen sich da irgendwie selber raus. Ja genau, das kenne ich auch. Bei mir war das nicht so. 2013 war das, 2 Monate lang quasi 16 Stunden am Tag durchgezockt oder 12 bis 16 Stunden am Tag durchgezockt. Das war dann in den Semesterferien im Wintersemester, das heißt, zu Ostern ging es dann wieder los im Semester und zu Ostern bin ich auch zu meinen Eltern dann das erste Mal wieder hingekommen. Ich habe meine Eltern halt, muss ich leider sagen, halt komplett darüber angelogen. Ich habe gesagt, ja, alles ist gut, alles läuft prima irgendwie, ich treffe mich mit Freunden oder so. Ich habe mich mit niemandem getroffen, ich kannte kaum Leute. Und für die Prüfung gelernt habe ich auch nicht. Ich habe manche mit Ach und Krach bestanden, durch andere bin ich wieder darum durchgefallen. Also es lief überhaupt nicht so wie gedacht. Und dann kam halt eben an Ostern so ein bleicher, dürrer Typ mit total großen Augenringen halt eben nach Hause und das war dann halt ich. Und da
kam dann das erste Mal das Wort Sucht irgendwie in den Raum. Also meine Eltern haben mir so gesagt, Hendrik, das ist nicht normal, du bist süchtig. Und wie jeder Süchtige, Wie war glaube das für ich, dich? also erstmal habe ich das überhaupt nicht wahrhaben wollen. Erstmal habe ich überhaupt erstmal gesagt, ach süchtig, das gibt's doch, geht doch gar nicht, das gibt es doch gar nicht. Für Alkohol gibt es Sucht, für Zigaretten, für keine Ahnung, für härtere Drogen gibt es Süchte, aber doch für Videospiele halt doch nicht. Heute weiß ich es besser. Heute weiß ich, doch, gibt es. Aber damals habe ich das überhaupt nicht wahrnehmen wollen und ich war sowieso schon damals so anti meine Eltern, dass ich sowieso alles, was die eigentlich mir gesagt haben, eher dagegen war. Wo die mir eigentlich einfach nur helfen wollten und auch nicht wirklich wussten, wie sie sich sonst helfen sollten. Was wir aber dann gemacht haben, ist, oder wo wir uns darauf geeinigt hatten, ist, dass ich dann erstmal mit einer Therapeutin quasi in Kontakt trete. Das war damals nur telefonisch möglich, aber ich hatte dann irgendwie so ein Jahr Telefontherapie, so ungefähr. Hatte halt. Wieso übers Telefon? Wieso ging es nur so? Ja, das war eine Therapeutin, die wir halt eben persönlich kannten, aber die wohnte nicht mehr in unserer Stadt. Deswegen war das halt eben völlig woanders. Aber ich hatte halt eben damals dann auch, nach einem Jahr habe ich gemerkt, so irgendwie, es bringt nichts. Es ist noch genauso wie vorher. Und ich glaube, irgendwie in einem. Ich weiß irgendwie nicht, warum genau, aber in einem Akt der Verzweiflung habe ich dann tatsächlich im Jahr 2014. Im Sommer habe ich dann komplett meine Spiele runtergelöscht. Es hat ein Jahr ungefähr gedauert, bis ich mich dazu durchgerungen hatte. Ich habe League of Legends gelöscht, ich habe Guild Wars 2 gelöscht und deinstalliert und ich habe mich auch damals von den ganzen Freunden, die ich halt eben, die Online-Freunde, die ich hatte, Leute, die ich bis dato nie tatsächlich in echten Leben gesehen hatte, sondern nur gehört, über Teamspeak damals noch, den habe ich wirklich, ich habe wirklich mich verabschiedet von denen und gesagt so, ciao Leute, ich komme halt nicht wieder. Und ich habe gemerkt, das ist nicht gut für mich, ich deinstalliere alles. Und du hast gerade gesagt, die Verzweiflung war so groß, dass du dich zu diesem Schritt nach einem Jahr durchgedrungen hast. Was war das denn für eine Verzweiflung? War das dann wirklich dieses, okay, irgendwie ich richte mich gerade zugrunde oder wie war das in dem Moment? Das größte Gefühl, das schlimmste Gefühl für mich war einerseits immer die Scham, das ist, glaube ich, immer das Größte. Einfach einerseits halt, meine Eltern ermöglichen mir ein Studium und ich werfe das irgendwie so hin. Das ist das eine. Und das andere ist, dieser Kontrollverlust war, glaube ich, für mich das Schlimmste. Ich habe immer wieder versucht, halt eben kontrolliert zu spielen. Damals zumindest. Einfach nur zu sagen, so, ich mache jetzt nur irgendwie nur ein Match oder gucke mir nur irgendwie das eine Video an. Und dann waren es plötzlich 2, 3 Stunden später und ich saß immer noch da. Und weil ich mich dann so viel dafür geschämt habe und mich dem Gefühl der Scham nicht umgehen konnte, habe ich dann wieder weiter mehr gezockt, um mit diesem Gefühl von Scham umzugehen. Das wieder auszublenden. Ja, genau, das wieder auszublenden und alles. Und diesen Teufelskreis wollte ich einfach nicht mehr weiter mitmachen. Also habe ich die dann komplett, alles das, was mich dann damals so hatte, habe ich alle Spiele von meinem Laptop entfernt, ich habe meine Konsolen abgegeben, das ist alles weggegangen. Ja, krass. Und dann ist ja so ein Zeitloch irgendwie so. Was mache ich jetzt mit der ganzen Ja, Zeit, da war oder? Ich erstmal ein meine. ziemlich großes Vakuum, aber das habe ich dann sehr schnell gefüllt mit mir Videos von Videospielen auf YouTube angucken. Weil Okay. in meinem Kopf habe ich ja damals gedacht, das ist ja, ich spiele ja die Videospiele nicht selber, ich gucke ja nur anderen dabei zu, das ist ja dann okay. Turns out, nein. Das ist ungefähr, das ist einfach nur eine Suchtverlagerung. Eine klassische Suchtverlagerung war das einfach nur. Weshalb ich dann auch irgendwann wollte ich das Problem dann mal richtig angehen und tatsächlich gab es in meiner Studienstadt damals schon, 2014, 15, tatsächlich eine Selbsthilfegruppe für Medien- und Computerspielsüchtige. Das werden höchstwahrscheinlich viele Leute, die sich damit auskennen, sich wundern, weil das war so vor der Zeit. Aber damals gab es schon jemanden, der damit ein Problem hatte und dann halt eben die Selbsthilfegruppe gegründet hat. Das war in einer Caritas-Einrichtung in der Stadt. Und dann bin ich hingegangen und da hatte ich erst das erste Mal irgendwie das Gefühl, dass Leute irgendwie meine Probleme verstehen, die ich so habe. Und das war schon sehr gut, muss ich sagen, dieses Gefühl. Und wie alt warst du, als du diese Selbsthilfegruppe gefunden hast?
Nehmen wir an, mal Anfang 20, also 20, 21 hätte ich jetzt geschätzt, müsste eigentlich hinkommen. Also ja, Anfang 20 war ich da und bin da hingegangen. Und die waren zum größten Teil alle mein Alter oder vielleicht ein paar Jährchen älter, tatsächlich. Es war sehr unregelmäßig Besuch, musste ich sagen. Also so zwei, drei Leute, mehr waren es meistens nicht. Aber wir hatten alle ungefähr dieselbe Probleme. Und im Prinzip haben wir uns nur gegenseitig dazu ermutigt, tatsächlich an der ambulanten Therapie der Caritas, an dem Ort, wo die Selbsthilfegruppe stand, waren, einfach teilzunehmen, weil die nämlich auch als einer der wenigen Stellen tatsächlich auch eine Mediensucht oder damals Computerspielsucht Behandlung, ambulante Behandlung anbot, allerdings nur in Kombination mit anderen Glücksspielern. Also das heißt, es gab keine eigenständige Computerspielgruppe, sondern das war eigentlich eine Glücksspielsuchtgruppe, aber die, weil es die halt eben viel, viel häufiger gab als die Mediengruppe und weil die Thematiken dann doch recht ähnlich waren. Und ich glaube auch, weil es ja in dem ICD-Katalog gab es ja Spielsucht wirklich schon als identifizierbare Sucht, genau. Wohingegen es Medien- und Computerspielsucht einfach noch nicht gab. Genau, das war auch das große Ding. Es konnte halt eben schon diagnostiziert und behandelt werden und all irgendwie mit den Krankenkassen abgerechnet, den ganzen Pipapo. Genau, ich habe mich dann auch halt eben dann in so eine Vorbereitungsgruppe da gesetzt, wo man dann Abstinenzbereitschaft zeigen musste, also dann irgendwie 3 Monate lang nicht spielen, habe ich ja nicht gemacht. Ich habe halt eben mir Spiele angeguckt, aber das war ja für mich dann damals okay und damals hat auch keiner Unterschied dafür gemacht, insofern ging das. Und dann bin ich dann irgendwie nach über einem Jahr, glaube ich, in der Vorbereitungsgruppe, es hat tatsächlich ewig gedauert, bis halt die Krankenkasse das alles anerkannt hat. Ich musste erst einen Antrag bei der Krankenkasse stellen, die haben dann Einspruch erlegt, weil es halt eben keine Basis dafür gibt. Dann habe ich wiederum gesagt, hier, bitte nein, und doch, ich hätte gern doch. Und dann haben sie dann doch irgendwie es bewilligt. Aber das Ganze hin und her, das hat dann auch ewig gedauert und dann war ich dann da drin. Und dann war ich für, ich glaube, 1,5 Jahre in einer ambulanten, in ambulanter Behandlung, heißt, ich war jede Woche in einer Gruppe, mit in einer Gruppentherapie, jede Woche ungefähr, ich glaube 90 Minuten, war ich mit anderen Medien, also Computerspiel- und Glücksspielsüchtigen in einem zusammen. Und damals habe ich auch schon festgestellt, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt zwischen den Süchten. Im Gegensatz, also der einzige große Unterschied ist, obwohl das auch heutzutage nicht mehr unbedingt dafür auch nicht immer unbedingt so voneinander zu unterscheiden ist. Also ich zumindest habe, ich glaube maximal, ich will mal sagen jetzt über meine komplette Karriere 500 Euro in Sachen gesteckt, die jetzt nicht direkt die Preise für die Spiele waren, sondern halt eben für irgendwelche Free-to-Play-Spiele und dann halt eben dann nochmal extra da was reingesetzt. Also vor allem für League of Legends habe ich sehr, sehr viel Geld für Skins und so einen Kram ausgegeben. Aber ansonsten war ich relativ sparsam, was das anging. Ein Glücksspieler natürlich hat eben vor allem häufig die finanziellen Aspekte. Und mittlerweile gibt es ja auch so Aspekte der Computerspiel- und Glücksspielsucht, die sich so überschneiden. Thema Lootboxen und so. Ja, also da gibt es. Großer Streitpunkt auch bei Eltern und Kindern, ja. Ja, also so viel, also bei so FIFA Ultimate Team und so ein Kram, wenn ich da so höre, dass da teilweise Kinder irgendwie mit den Kreditkarten ihrer Eltern irgendwelche Tausende Euros da raushauen, da wird mir auch so ein bisschen Angst und Bange und das, ja. Ja, das haben wir auch in einer extra Folge mal angesprochen, wo es um FIFA ging, wurde das Thema auch mal diskutiert. Das ist auf jeden Fall nochmal anders schwierig, wenn du jetzt zwei Süchte nochmal miteinander kombinierst und ja, eine Supersucht draus machst. Genau, und das war halt eben, es war genau einmal die Woche Gruppentherapie und einmal alle 2 Wochen, ich glaube so rum war es, Einzeltherapie, damals mit einer Sozialtherapeutin, also eine Sozialarbeiterin, die dann auch noch eine therapeutische Ausbildung noch zusätzlich gemacht hat. Und das war meine erste Therapie, so wirklich an sich. Aber wobei, ich habe in meiner Jugend und Kindheit, damals gab es halt eben auch schon eine Therapie, als fällt mir gerade ein, wo es halt auch um das Zocken und so ging. Habe ich tatsächlich auch. Aber das ist nicht die Telefon. Nee, das war davor tatsächlich. Mir ist das, ich glaube, mir fällt das tatsächlich immer wieder. Ich vergesse das tatsächlich immer wieder, dass ich auch so, ich glaube, so mit 14, 15, 16 auch mal eine gewisse Zeit lang halt zur Jugendtherapeutin gegangen bin. Aber ich glaube, da war das Thema. Ich weiß gar nicht, ob das Thema Zocken da wirklich so groß war.
Ich glaube schon, aber da ging es um andere, da ging es um andere eher persönlichere Themen. Beziehungsweise war halt eben auch noch nicht so klar, dass es halt eben irgendwie auch eine Sucht war. Deswegen ging es da eher um andere Themen. Genau, und das in dieser Konstellation, einmal die Woche Gruppentherapie, zweimal die Woche Einzeltherapie. Also es war so eine verhaltensorientierte Therapie. So dass einfach man guckt sich an, was mache ich gerade, was für ein Verhalten ist das und welches Verhalten hätte ich gerne und wie komme ich dahin. Genau. Und dann war ich da ungefähr 1,5 Jahre und mir ging es nach einer gewissen Zeit da sehr, sehr gut mit. Also ich habe plötzlich angefangen, halt eben mich mit Leuten, also ich habe super viel mich mit Leuten dann getroffen, Freundschaften aufgebaut, bin zum Sport gegangen, war, glaube ich, damals ungefähr, keine Ahnung, 30 Kilo leichter als jetzt. Ja, es war schon eine sehr schöne Zeit. Und dann irgendwann ist aber halt die ambulante Therapie dann zu Ende gewesen und ziemlich kurz danach hat dann meine Masterarbeit angefangen und meine Masterarbeit hat so ungefähr alles kaputt gemacht, was ich in den Zeiten davor aufgebaut habe. Meine Woran genau Masterarbeit. liegt das? Am Stress, der mit der Masterarbeit einhergegangen ist, dass du das anders nicht kompensieren konntest, oder sind alte Themen wieder aufgekommen? Jein. Also einerseits war es einfach so, dass ich für meine Masterarbeit teilweise irgendwelche Geräte, ich habe Biologie studiert. Und irgendwelche Mikroskope oder andere Geräte, die ich dafür benutzen musste, waren halt eben tagsüber häufig von also Doktoranden oder Postdoktoranden halt eben belegt. Und ich habe halt meistens immer die späteren Slots bekommen, was dann hieß, dass ich häufig bis 3 Uhr nachts daneben dem Gerät sitzen musste, um zu gucken, dass das ja irgendwie vernünftig läuft. Das Gerät lief automatisch, aber es hatte halt eben eine gewisse Tendenz, plötzlich halt eben aus dem Takt zu geraten und dann halt alles danach wäre komplett für die Murks gewesen. Das heißt, das Beste ist, einfach daneben zu sitzen und zu gucken, wenn es Scheiße baut, das einfach wieder zu richten. Und daher saß ich halt eben häufig bis 3 Uhr nachts irgendwie da und um mich irgendwie halt auch wach zu halten, bin ich halt eben auf alte Sachen, auf alte Muster wieder zurückgefallen, nämlich halt eben irgendwie Videos gucken oder so. Ich habe nicht gespielt, aber ich habe halt eben das Internet komplett durchforstet, um irgendwie wach zu bleiben, habe irgendwelche Scheiße geguckt, damit ich irgendwie auch motiviert bleibe. Dazu kam noch, dass die Arbeit betreuungsmäßig halt wirklich komplett schlecht war, muss ich sagen. Wurde viel in vielen Dingen einfach alleine gelassen und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es haben sich super viele. Okay, gibt's ja viele Studenten, die dann Ja, so machen. super viele Ja. Leute haben sich dann, also so Doktoranden und so, haben mich super viel um mich gekümmert, aber die Profs oder so, ja Profs, ja. klar, aber das ist ja irgendwie, also mittlerweile weiß ich auch, das ist normal. Aber damals konnte ich halt irgendwie nicht damit umgehen, weil ich in meiner Bachelorarbeit was völlig anderes hatte. Da wurde ich halt eben sehr viel betreut. Irgendwie, da habe ich sehr viel Feedback bekommen und das war, ich wurde so alleine gelassen, das interessierte eigentlich auch keinen bei meiner Masterarbeit, was ich da irgendwie mache. Ich habe es irgendwie hingekriegt, aber mir ging es überhaupt nicht gut. Ich war halt total wieder in altem Muster drin und meine Eltern haben das halt auch mitgekriegt und die haben dann gesagt, ja, wenn du jetzt die Masterarbeit fertig hast, dann komm einfach mal zu uns nach Hause und dann versuch vielleicht einfach nochmal eine stationäre Therapie. Das habe ich dann auch gemacht tatsächlich. Ich finde das ganz spannend, weil eben klar, du bist in alte Muster gefallen, aber ich würde es jetzt nicht als atypisches, also, oder es gibt ja jetzt, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen kein normales Verhalten, was das angeht, in Bezug darauf, wenn ich jetzt diese Aufgabe hätte, ich würde auch die ganze Zeit nebenher Videos gucken, weil ich wüsste auch nicht, was ich anderes machen soll, wenn ich dieses Mikroskop die ganze Zeit beobachten soll. Ich kenne Leute, die arbeiten Nachtschichten. Wenn die gerade nichts zu tun haben, sitzen die auch da und daddeln die ganze Zeit im Internet rum. Was war denn der Punkt, dass du dann jetzt zum Beispiel, als die Masterarbeit vorbei war, nicht sagen konntest, okay, ich gehe jetzt wieder in mein neues, gesundes Verhalten, was ich mir angeeignet habe, zurück? Es war, glaube ich, nicht genug, also es war einerseits, glaube ich, einfach nicht genug gefestigt und es gab einfach noch so ein paar Themen, die ich einfach für mich klären wollte, glaube ich, einfach. Deswegen habe ich gesagt, ja, das muss einfach noch sein. Insofern muss ich jetzt einfach vielleicht noch eine stationäre Therapie machen.
teilweise. Heißt, das waren Themen, die dafür gesorgt haben, dass du wieder in ein pathologisches Verhalten gerutscht bist. Genau. Themen, die einfach noch präsent waren und durch diese Stresssituation, ich sage jetzt mal, wieder aktiviert wurden. Ja. Also diese Themen sind heute immer noch tatsächlich aktiv, aber ich befinde mich auch gerade halt jetzt immer noch in psychotherapeutischer Behandlung. Einfach halt ein ganz normaler Psychotherapeut, jetzt nicht irgendwie ambulant oder in der Klinik oder so, sondern einfach ein ganz normaler Psychotherapeut. Ja. Und da gibt es immer noch Themen, die halt irgendwie meine Sucht halt eben begünstigen oder Verhalten, die das begünstigen. Und ich bin besser geworden darin, aber das ist halt echt immer noch, es dauert halt einfach, bis sich Verhalten ändert. Deswegen, ja. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, dass absolut diese stationäre Therapie das absolut Beste war, was mir passiert ist. Also ich kenne. Also die stationäre Therapie nach der Masterarbeit. Genau. Da bin ich auch erstmal in so eine Vorbereitungsgruppe gekommen und dann habe ich auch über eine andere Caritas-Stelle dann quasi den Antrag gestellt auf eine stationäre Therapie und bin dann in eine psychosomatische Klinik gekommen, weil das ist ganz interessant, Glücksspieler und Mediensüchtige werden meistens nicht in einer Suchtklinik behandelt, was tatsächlich ganz interessant ist. Ich glaube, da gibt es andere Experten, die da mehr darüber erklären können, warum das so ist. Aber ich habe tatsächlich damals gedacht, es gab da zwei Kliniken, eine Suchtklinik und eine psychosomatische Klinik, die ungefähr an einem Berg waren. Und ich dachte auch erst, dass ich in die Suchtklinik gehe, wo es dann hießen hätte, halt eben mit jemand anderen in einem Zimmer schlafen. Man darf nicht abschließen. Morgens um 7 halt irgendwie raus zum Schwimmen oder sonst irgendwie so ein Kram. Also halt, wo recht viel Disziplin und Struktur drin war, weil das halt eben, wie ich das auch selber weiß, Struktur und Regelmäßigkeit hilft Süchtigen, hilft zumindest mir als Süchtigen enorm. Ich komme nicht sehr gut damit klar, wenn irgendwie Sachen wegfallen oder ich plötzlich ganz viel Zeit habe für mich. Das ist nicht immer so unbedingt super toll. Aber nee, ich war in der psychosomatischen Klinik und tatsächlich als einziger Mediensüchtiger in einer kompletten Gruppe, nur sonst mit Glücksspielern. Oh. Das liegt einfach daran, dass man bei der Auswahl seiner Klinik relativ wenig Auswahl hat. Der Rentenversicherer ist da hat da relativ viele Freiheiten. Und die haben mich dann halt eben da hingeschickt. Aber wie gesagt, viele Sachen aus dem Glücksspiel lassen sich sehr übertragen. Insofern war das auch gut. Ich habe halt eben immer, wenn es irgendwie um Geld ging, habe ich immer gedacht, wie viel Zeit ich verloren habe. Weil das ist mir definitiv aufgefallen. Ich habe super viel Zeit, sehr viele Erlebnisse, die ich so, wo ich so von anderen Leuten das höre, habe ich irgendwie das Gefühl, das habe ich nie gehabt. Ich hatte nie eine große, wirklich heftige Partyzeit. Ja, ich war auch auf Partys, aber ich habe jetzt nie eine Zeit gehabt, wo ich jedes Wochenende irgendwie auf Achse gegangen bin. Ich hatte super selten, super wenig Party-Stories oder irgendwie so und auch in der Zeit hatte ich jetzt auch nicht wirklich viel, ich hatte auch nicht wirklich viel Kontakt zu Frauen in der Zeit. Also insofern habe ich da auch gefühlt auch relativ viel verpasst, so ein bisschen. Das ist mir so immer so ein bisschen schade, so im Nachhinein. Weil wirklich zurück kriege ich das auch nicht. Genauso wie die Leute mit dem Glücksspiel ihr Geld auch nicht unbedingt immer zurückkriegen. Mit dem Unterschied, ohne das jetzt irgendwie miteinander vergleichen zu wollen, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich halt glücksspielsüchtig bin, das sind ja oft Leute, die haben einen riesigen Schuldenberg. Ja. Bei dir, klar, du hast die Zeit verloren, aber ich stelle mir das dann doch schon nochmal irgendwie von der Thematik her unterschiedlich genug vor, dass es irgendwie blöd ist, dann in einer Gruppe mit Glücksspielsüchtigen zu sitzen, wenn die Thematik von einem selber dann anders ist. Ich war zu dem Zeitpunkt schon relativ offen und relativ geübt darin, halt eben Gruppen über meine Probleme und alles zu sprechen. Und auch ich war ja auch schon vorher in einer Gruppe mit Glücksspielsüchtigen gewesen, deswegen war das für mich eigentlich ganz okay. Klar, es waren immer nicht unbedingt immer so die Themen haben nicht immer so hundertprozentig gepasst, aber solche Sachen wie Achtsamkeit, Gefühle wahrnehmen und aushalten können, was Risikoverhalten ist und wie man mit Rückfällen umgeht und sowas. Das sind einfach Sachen, die sind eigentlich für jede Sucht wichtig. Und ja, bei den Glücksspielern ist halt einfach noch der Geldaspekt dazu, der mich jetzt nicht wirklich tangiert hat, aber war okay. Ja, aber ich muss sagen, für mich ich war 2 Monate da, 8 Wochen. Ich hätte eigentlich nur 4 Wochen gemüsst, aber ich habe halt eben, 6 Wochen hatte ich, glaube ich,
am Anfang und dann habe ich aber gedacht, so als es gegen Ende der 6 Wochen ging, ich bräuchte gern noch einfach 2 Wochen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da gerade irgendwie erst so richtig angefangen hatte. Und das ging dann? Du konntest diesen Wunsch äußern, ich weiß nicht, wegen der Krankenversicherung und so, dass die dann sagen, ja, wir übernehmen das? Also ja, das ist weil ich damals dann schon tatsächlich auch gearbeitet hatte und in die Rente eingezahlt habe, ist das tatsächlich der Rentenversicherer, der das dann macht. Und die sind eigentlich relativ okay damit, wenn die Ärzte das auch so einigermaßen sehen, weil die wollen lieber eine, ich sag mal, in Anführungsstrichen geheilte Arbeitskraft, als dass du dann wieder rückfällig wirst. Genau, als dass ich dann wieder rückfällig werde. Genau, aber man darf, also die Klinik war wirklich, das war so ein, einfach in so einem bisschen im ländlichen Gebiet, in so im Gebirge, einfach mit einer Anlage drumherum. Ich durfte die ersten 4 Wochen durfte ich das Gelände auch nicht verlassen. Also, und danach durfte ich es auch nur verlassen mit in Begleitung. Das ist einfach diese Regel für die Süchtigen, dass die halt eben nicht, dass sie sich gegenseitig sozusagen kontrollieren. Dass man nicht jetzt zum Beispiel irgendwo einfach dann in der Stadt, die da drunter war, halt eben einfach spielt. Ich habe tatsächlich für die ersten 4 Wochen mein Handy komplett abgegeben. Sämtliche elektronischen Geräte habe ich abgegeben, außer ein Radiowecker, den ich hatte. Das war das einzige, ein Elektronik. Ich stelle mir das schrecklich vor, weil du kannst ja auch gar keine Musik hören, oder? Ja, aber der Radiowecker halt, ne? Also ich konnte halt eben Radio hören. Ich konnte halt nicht meine Musik hören, aber ich habe mich irgendwann sehr daran gewöhnt, einfach zwischen den Kanälen, die ich so da empfangen konnte, zu switchen und zu gucken, wo es irgendwie immer passt. Und ansonsten habe ich halt einfach auch super wenig Zeit in meinem Zimmer verbracht, das ich zum Glück alleine hatte. Ich hatte ein Einzelzimmer, alle hatten ein Einzelzimmer. Und ja, es war einfach, also für mich zumindest, ich kenne leider viele Leute, für die war die stationäre Therapie leider ein ziemlicher Reinfall, bis noch hat sie noch schlimmer beeinträchtigt, als sie vorher waren. Und wieso? Schlechte Therapie. Was ist der Unterschied bei denen? Also bei denen war es halt eben, also ich höre halt eben so häufig, dass sie mit der Therapiemethode nichts anfangen konnten, dass die Betreuer schlecht waren, dass es irgendwelche krassen Erlebnisse mit anderen Mitpatienten gab oder irgendwie sowas. Das war bei mir tatsächlich Gott sei Dank nicht der Fall. Ich sage sogar meistens häufig so, ich würde jedem, selbst auch vermeintlich, ich sag mal, gesunden Menschen, einfach mal 2 bis 4 Wochen Kur/Therapie, stationäre Therapie empfehlen, weil man einfach mal für 4 Wochen quasi rauskommt und sich, ich musste mich halt um nichts kümmern und ich musste nicht um Essen musste ich mich nicht kümmern, ich hatte keine Arbeit oder so, sondern ich konnte einfach nur mich mit mir beschäftigen, weil darum geht's ja, und halt eben Sport treiben. Wir haben super viel Volleyball in dem Sommer damals gespielt und ja, genau, einfach halt sich mit selbst beschäftigen. Ich habe super viel gelesen. Ja, sowas einfach. Genau, die ersten 4 Wochen habe ich wirklich auch mein Handy quasi gar nicht gehabt. Ich habe es, glaube ich, dann, musste das dann quasi, oder ich habe das tatsächlich freiwillig abgegeben. Ich hätte es nicht gemusst, weil die ganzen Glücksspieler hatten ihre Handys noch tatsächlich. Aber wäre das nicht kontraproduktiv für dich? Weil du kannst ja sehr viel auch auf dem Handy zocken. Ja, eben, genau. Deswegen habe ich halt eben gesagt, ich möchte es abgeben. Also freiwillig. Das hat niemand von denen dann gesagt, bitte gib dein Handy ab, weil du kannst ja da auch Spiele drauf spielen. Es war damals halt einfach noch nicht so, wie gesagt, ich war der einzige Mediensüchtige unter allen anderen Glücksspielsüchtigen. Das war einfach damals noch nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Das ist vielleicht jetzt anders. Ich weiß gar nicht, ob das in der Klinik mittlerweile auch angeboten wird. Aber damals war es halt eben immer irgendwie so, die Mediensüchtigen werden zu den Glücksspielsüchtigen einfach dazugepackt. Aber wirklich angepasst an die Mediensüchtigen wird das eigentlich nicht. Okay. Ja. Aber dann umso schöner, dass das bei dir dann so gefruchtet hat. Ja, also ich habe die Zeit in meiner stationären Therapie als der schönsten Zeiten überhaupt. Ich habe mich auch wirklich, es fühlt sich tatsächlich komisch an, aber ich habe tatsächlich mal wieder was gefühlt. Ich habe in den 2 Monaten geweint, ich war wütend, ich hab mich super viel über viele Sachen, kleine Sachen gefreut. Ich hatte irgendwie so ein gewisses Grundgefühl an Glück und Freude irgendwie. Vielleicht auch einfach, weil dieser Stress von Arbeiten und Studieren und sonst irgendwie sowas halt auch weg war, dass ich mich dann irgendwie nur mit mir beschäftigen konnte. Ich hatte es einfach in super großer, super guter Erinnerung.
Und davor, wie war das davor mit deiner Gefühlswelt? War das dann alles eher so ein bisschen taub, blockiert Absolut. und hatte dann erst seinen Raum innerhalb dieses Also Settings? in meiner, ich würde sagen, gegen Ende meiner ambulanten Therapie war das auch so, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, dass es da irgendwie mehr, also dass es alles deutlich weniger taub ist, sondern ich auch wirklich mehr fühle und das irgendwie auch mehr zulasse. Wenn ich zocke oder wenn ich in meiner Zockerzeit fühle ich mich meistens oder habe ich mich meistens komplett taub gefühlt. Also nicht einfach nichts gefühlt, sondern tatsächlich einfach Gefühle gefühlt, die dann einfach halt quasi nicht vorhanden waren. Ich wusste, dass da was war, aber es war immer so, als wäre da ein Deckel drauf gewesen quasi. Also es brodelte sehr im Topf, aber es war einfach immer ein Deckel drauf. Ich glaube einfach, damit ich überhaupt irgendwie damit klarkomme, zum Beispiel in meiner Masterarbeit, dass einfach das alles irgendwie, damit ich irgendwie mit meinen Gefühlen von Frustration, Verzweiflung und ja auch einfach mit dem Gefühl von, ich schaffe das hier alles nicht, irgendwie klarzukommen. Einfach Coping-Strategie. Und das habe ich halt auch damals in der stationären und der ambulanten Therapie gelernt. Sucht oder die Medien, also meine Sucht ist immer ein Symptom für was anderes gewesen. Also ich war, glaube ich, meiner Masterarbeit einfach hoch depressiv und verzweifelt und habe das einfach nicht gewusst, weil ich einfach das überhaupt nicht artikulieren konnte, weil ich auch gar nicht wusste, wie ich über meine Gefühle spreche und auch überhaupt nicht wahrgenommen habe. Deswegen konnte ich das einfach auch, glaube ich, überhaupt nicht nachvollziehen, was mit mir passiert. Insofern, ja. Und wie alt warst du dann da, zu dem Zeitpunkt, einfach damit man das so ein bisschen einordnen kann, Da war als du ich dann. dann, warte mal, da war ich 24 tatsächlich, Okay. genau. Und dann nach der stationären Therapie ging es mir dann deutlich besser und dann habe ich mich halt eben nachdem ich meinen Master halt schon in der Tasche hatte, habe ich mich dann nach Jobs umgesucht, habe so ein paar Jobinterviews gemacht und bin dann irgendwann an einer Doktorandenstelle gelandet hier in der Nähe von Stuttgart und bin dann hier in die Nähe gezogen und habe das dann angefangen mit meiner Doktorarbeit, wo ich jetzt immer noch dran bin, 4,5 Jahre später. Es dauert ein bisschen. Aber danach bin ich, ungefähr, weil ich halt eben den Kontakt zur Mediensucht nicht verlieren wollte, bin ich, glaube ich, Mitte 2019 dann, also ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen hatte mit meiner Doktorarbeit, hatte ich so auch wieder so eine Phase, wo ich so gedacht habe, so, es wird jetzt gerade wieder so ein bisschen schwieriger. Ich merke, dass irgendwie so altes Verhalten wieder kommt. By the way, bis dahin immer noch, ich habe nicht gezockt. Also Videospiele habe ich bis dahin Also komplett gar nicht. komplett gar nicht. Und Videospiele dir angeguckt auf YouTube? Das war für eine gewisse Zeit während der ambulanten Therapie und auch während der stationären Therapie kam das gar nicht vor. Es hatte sich dann ungefähr ein halbes Jahr in der Doktorarbeit dann auch wieder eingeschlichen, weswegen ich dann halt eben gesagt habe, so, ich möchte wieder mal darüber reden. Irgendwie ist das gerade wieder blöd. Und ich möchte irgendwie den Kontakt zu diesem Thema nicht verlieren. Und dann bin ich tatsächlich zur Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart gegangen. Die haben nämlich eine sogenannte Medienorientierungsgruppe, die MOG. Und da treffen sich halt eben genauso wie damals in meiner ambulanten Therapie in der Vorbereitungsgruppe einfach Leute, um sich auszutauschen. Nur dass es halt eben die EVA selber keine Therapie anbietet, soweit ich das weiß. Die bieten halt nur diese MOG an, damit sich die Leute einfach über Mediensucht austauschen können. Genau, und seitdem bin ich da und vor einem Jahr ungefähr, nee, vor 2 Jahren habe ich halt irgendwie so gemerkt, so zum MOG kommen irgendwie immer meistens dieselben Leute. Und wenn neue Leute kommen, dann kommen die vielleicht zwei, dreimal. Und irgendwie sind es irgendwie so wenig Leute, die kommen. Aber was mir die Leute so erzählen und wie ich die Leute so kenne in der Gesellschaft, habe ich irgendwie das Gefühl, es kommen super wenig Leute. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, so, mein erster Einstieg in diese ganze Mediensuchtwelt war eine Selbsthilfegruppe. Warum gründe ich nicht auch einfach eine Selbsthilfegruppe? Und es hat ein bisschen gedauert, bis das dann wirklich mal am Laufen war. Aber mittlerweile, also vor einem Jahr, im Februar vor einem Jahr, habe ich sie gegründet. Das ist die SMS Selbsthilfe Mediensucht Stuttgart. Die läuft über die KISS, also die Selbsthilfekontaktstelle. Und ja, jetzt treffen wir uns da alle 2 Wochen, dienstags.
Und sprechen einfach, wir besprechen einfach halt eben vertraulich und untereinander über Mediensucht in allen Facetten, also Social Media, Videospiele, generell einfach Internet. Ich habe Leute in der Selbsthilfegruppe sitzen, die halt eben Probleme mit Streaming haben. Manche Leute haben Probleme mit sozialen Medien. Genau, also es ist so unterschiedlich facettenreich, aber die meisten tatsächlich sind so ungefähr mein Alter, so zwischen Anfang und Ende 20 und haben meistens halt das Problem Computerspiele plus noch einfach, wenn gerade keine Computerspiele laufen, laufen dann irgendwelche anderen Sachen wie Videos, Reddit und sonst noch irgendwie sowas. Und hast du da ähnlich wie Frau Brandhorst die Erfahrung gemacht, dass die Jungs eher computerspielsüchtig sind und die Mädels eher Social Media süchtig? Ja, genau. Wir haben auch lustigerweise, auch die Männer überwiegen absolut. Also ich glaube, wir haben in unserer Gruppe eine Frau, die regelmäßig kommt und ansonsten haben wir halt eben so 7 bis 8 Männer, mich eingeschlossen. Was jetzt auch noch nicht so viele Leute sind, aber und die auch nicht jedes Mal kommen, aber genau, das ist tatsächlich wirklich sehr, momentan auch sehr geschlechterspezifisch. Wobei ich auch merke, dass sich das auch ändert. Zumindest bei den Videospielen kommen die Damen auch durchaus näher heran. Ich weiß allerdings nicht, ob auch bei dem süchtigen Verhalten. Das weiß ich tatsächlich nämlich nicht. Ich finde den Text, der auf der Internetseite steht, sehr, sehr schön. Ich würde ihn mal kurz vorlesen. Klar, gerne. Mediensucht ist ein Sammelbegriff für Online-Sucht, Videospielsucht und Social-Media-Sucht. Wir wollen Betroffenen in Stuttgart und Umgebung Raum für Fragen, gegenseitige Hilfe und Begleitung bieten, ohne Therapeuten oder Verpflichtungen und selbstverständlich unter Verschwiegenheit. Ich, in Klammern Henrik, bin selbst betroffen. Wenn du das Gefühl hast, nicht aufhören zu können, Videospiele, Streaming oder Social Media zu suchten, und du darüber mit Gleichgesinnten reden möchtest, melde dich bei mir. Das ist ein, finde ich, sehr schöner und offen formulierter Text. Wie bewirbst du das, außer auf der Internetseite? Gibt es Anlaufstellen in Stuttgart, die dann auch, ich sage jetzt mal, auf dich verweisen, auf diese Gruppe verweisen? Also, es gibt ja eine E-Mail-Adresse da auf der Seite, die sms-stuttgart@t-online.de. Da kann man mir einfach immer schreiben und dann teile ich, wenn man irgendwie Interesse hat daran teilzunehmen. Wie gesagt, es ist eine Gruppe rein mit Betroffenen. Das heißt, ich würde gerne Angehörige beraten, aber dafür habe ich einfach nicht die Zeit. Genau, also es sollten sich bitte nur Betroffene melden und vor allem auch nur betroffene Erwachsene. Ich bin kein Pädagoge, das heißt, ich habe das Thema Kinder ist dann noch mal, ist auch nochmal ganz deutlich heikler und wir reden halt eben auch durchaus über sehr erwachsene Themen, teilweise auch über Sachen wie Pornografie, wo Kinder halt eben absolut nichts zu suchen haben. Deswegen habe ich gesagt, die Gruppe ist halt auch erst ab 18. Die schicken wir dann zu Frau Brandhorst. Zum Beispiel. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, hey, ich glaube, ich habe da ein Problem, ich komme zu der Selbsthilfegruppe, wie läuft das ab? Weil man kennt das ja oft nur aus Filmen, Selbsthilfegruppe verbindet man oft auch mit den anonymen Alkoholikern, das ist ja jetzt auch nochmal ein anderes Setting. Wie ist das, wenn ich da jetzt zum ersten Mal auf der Matte stehe? Also als allererstes schreibt man einfach an die E-Mail und sagt, dass man irgendwie Interesse daran hätte. Und dann frage ich die Person meistens, ob ich einfach quasi ihre E-Mail in den Verteiler aufnehmen kann. Und sage ihnen dann, wenn sie dazu Ja sagen, dann sage ich denen meistens halt den genauen Treffpunkt und die genaue Uhrzeit, wann wir uns das nächste Mal treffen. Und dann, Wechselt der der Treffpunkt? Treffpunkt ist immer derselbe, aber ich stelle ihn halt eben nicht online, weil dann mit Leute nicht angekündigt auf der Matte stehen. Das wäre eher nicht so gut. Ich würde schon gerne immer vorher einen Überblick darüber haben, wer kommt, und wenn irgendwelche neuen Leute kommen, dass ich irgendwie darauf vorbereitet bin. Genau. Und eine Runde läuft eigentlich immer ganz normal ab. Wir haben meistens 2 Stunden Zeit. Meistens begrüßen wir uns erstmal alle miteinander. Wenn niemand Neues dabei ist, steigen wir schon direkt mit einer sogenannten Eingangsrunde ein, wo jeder so erzählt, wie es in den letzten 2 Wochen so lief, was irgendwelche Ereignisse, die vielleicht halt über die man sprechen möchte, die jetzt nicht unbedingt immer was mit der Mediensucht zu tun haben, sondern die vielleicht auch einfach dafür gesorgt haben, dass man mehr konsumiert.
Und ob jemand irgendwie ein Thema hat, jeder darf auch sagen, ob er oder sie irgendwie ein Thema hat, über der er oder sie einfach sprechen möchte. Oder ob irgendwas vorgefallen ist, worüber sie halt eben sprechen möchte. Wenn neue Leute dabei sind, dann wird einfach erstmal kurz quasi eine Vorstellungsrunde gemacht. Und dann wird jeder gesagt, so, ich bin der und der oder die und die, bin so und so alt und mein Problem ist so und so. Also man muss halt eben auch echt immer gucken, es gibt Leute, die haben halt, bei denen ist das Hauptproblem Streaming zum Beispiel oder YouTube. Dann gibt es wiederum andere, bei denen sind die Videospiele, wiederum andere Social Media und bei vielen haben wir auch so eine Mischform, wo die irgendwie zwischen allen Sachen jumpen. Und das Wichtige ist einfach, glaube ich, die Leute können einfach hinkommen, vielleicht kurz erzählen, wie sie heißen und was irgendwie ihr Problem ist. Meistens fragen wir dann auch noch, ob sie irgendwelche Erwartungen haben an die Gruppe. Und daraus entwickelt sich meistens ein Gespräch, ein Dialog mit allen Leuten drumherum. Wir sprechen halt eben über die Themen, die wir in der Eingangsrunde gesprochen hatten. Selten habe ich auch mal ein Thema vorbereitet, zum Beispiel irgendwie die Diagnosekriterien oder irgendwie sowas. Aber meistens sprechen wir einfach dann 2 Stunden, so fast 2 Stunden lang über halt eben Themen wie Rückfälle, Emotionen, einfach auch über unsere individuelle Suchtgeschichte und so oder halt Angehörige, dass die irgendwie Stress machen zum Beispiel. Alles, was so mit der Sucht eben zu tun hat. Dabei moderiert halt eben einer oder eine das Gespräch. Also wenn das, was gesagt wird, zu sehr vom Thema Mediensucht abweicht, weil es soll kein Kaffeeklatsch werden. Wenn allerdings auch nur über Mediensucht gesprochen wird und nur die schlechten Sachen irgendwie erzählt werden, dann wird es halt auch zu einer ziemlichen Trauervorstellung. Deswegen, Moderator sollte immer, der jedes Treffen wechselt, sollte immer geguckt werden, dass das irgendwie sich die Waage hält und dass auch alle irgendwie alles sagen dürfen. Keiner muss was sagen. Also man kann auch wirklich einfach nur da sitzen und einfach nur zuhören, den anderen Leuten einfach nur zuhören. Keiner wird gezwungen, was zu sagen und auch, das ist das Wichtigste, nichts, was in der Gruppe gesagt wird, wird halt eben nach außen getragen. Ich habe jetzt hier so ein paar Beispiele genannt, was irgendwie es gibt, aber ich nenne keine Namen, ich sage nicht, wer da drin sitzt. Ich glaube, das ist okay. Ja, ich glaube, das ist anonymisiert genug auf jeden Fall. Und ist halt auch einfach notwendig, um sich das so ein bisschen vorstellen zu können. Genau, also es ist eine völlig, und wie gesagt, es ist eine Selbsthilfegruppe. Ich kann niemanden zwingen zu kommen und ich werde auch niemanden zwingen zu kommen. Ich finde es natürlich schade, wenn Leute irgendwie ein, zweimal kommen und dann halt eben fernbleiben, weil ich mir, also vielleicht reicht das ja als Input für die und dann haben sie irgendwie gesagt, ich drehe jetzt mein komplettes Leben auf den Kopf und spiele jetzt gar nicht mehr. Das passiert in den seltensten Fällen. Meistens ist es eher so, dass sie dann irgendwie ein halbes Jahr oder so später dann plötzlich nochmal kommen und dann irgendwie sich wieder Input holen wollen. Aber das ist ja auch, jeder hat eine eigene Reise. Und wenn ich die Leute dabei unterstützen kann, dass sie sich zumindest Gedanken machen darüber, was sie eigentlich hier gerade machen, dann freut mich das halt eben auch. Und wie gesagt, ich bin einfach nur Betroffener. Ich habe keine therapeutische Ausbildung, ich habe keine psychologische Ausbildung, ich habe keine pädagogische Ausbildung, keine Berater, Sozialarbeit, Ausbildung. Ich kann einfach nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten und dem, was ich so halt eben aus der Wissenschaft weiß. Und ansonsten, genau, versuche ich den Leuten einfach zu helfen mit den Sachen, die so für mich geklappt haben. Also zum Beispiel, was mir persönlich super hilft, andere Leute können damit überhaupt nichts anfangen, ist Blocker tatsächlich. Also ich benutze das zum Beispiel für meinen PC hier und für meinen Arbeits-PC tatsächlich auch. Das geht jetzt gerade im Moment schon. Vielleicht später, wenn ich mal einen richtigen Job in der richtigen Firma habe, kann man nicht einfach mal eben was installieren auf dem Rechner. Ich glaube, das ist dann schwierig. Cold Turkey, also wirklich kalter Entzug quasi, heißt die. Aber was ist genau mit dem Blocker gemeint? Cold Turkey zum Beispiel auf dem PC, da kann man bestimmte Seiten im Browser eingeben und diese Seiten im Browser. Und theoretisch auch, ich glaube, man kann auch mittlerweile Apps dort sperren, also Programme, das kann sie Programme tatsächlich. Da kann man eine Zeit einstellen bei Cold Turkey, zum Beispiel die nächsten 2 Tage. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Prüfung machen will und man muss jetzt lernen die nächsten 2 Tage, dafür ist das eigentlich gedacht.
Ich habe das aber tatsächlich 24/7 laufen, die weiteste Zeit, solange es geht, eingestellt. Und solche Sachen wie YouTube werden nach einer Stunde Nutzungszeit gesperrt. Ich komme nicht mehr auf die Seite. Das Schöne ist, ich kann diese App auch nicht deinstallieren oder irgendwelche anderen Sachen machen, solange die Sperrliste sozusagen läuft. Also ich als Laie, also bestimmt gibt es eine Möglichkeit, das Ding auszuschalten. Bestimmt. Aber ich als Laie und als jemand, der jetzt auch nicht so ganz unversiert ist, was Computer angeht, so ganz einfach das auszuschalten, ist das, glaube ich, nicht. Es greift schon ziemlich tief in den Computer ein. Und Aber das benutzt ja. du einfach als Unterstützung, weil, und das meine ich gar nicht, weil du keine Selbstdisziplin hast, sondern im Sinne von, weil du es selber nicht hinkriegst und deswegen sagst, ich nehme das als Unterstützung, dieses Programm. Oder was ist deine Intention dahinter zu sagen, Also ich probiere das nicht selber zu am regulieren? Anfang war es halt eben wirklich, dass ich nur, ich hatte halt eben gar keinen Zugriff auf meinem Laptop und ich glaube, ich habe eine andere App, die nennt sich AppBlock, einfach nur AppBlock, glaube ich, also für mein Android-Smartphone. Da habe ich wirklich nur 15 Minuten Browser jeden Tag gehabt. Mittlerweile sind es 3 Stunden Handy und 1 Stunde am Laptop, die ich sozusagen habe. Aber da habe ich mich auch erstmal hingearbeitet. Am Anfang war das für mich einfach eine super Unterstützung, dass wenn ich irgendwie halt wieder festgehangen habe bei YouTube, bei anderen Sachen, dass einfach nach spätestens 15 Minuten, auch zumindest am Handy, einfach ich raus war. Da ging halt einfach nichts mehr. Und wenn ich dann halt eben noch was schnell was googeln musste irgendwann später, dann hatte ich halt Pech gehabt. Ich konnte da nicht wieder drauf zugreifen. Insofern, für mich hat das dann einfach war das als Unterstützung einfach super. Und dann durch die Therapie und meine Auseinandersetzung mit mir selber ist einfach die Zeit, die ich da quasi habe, einfach mehr geworden, weil ich mir mehr zugetraut habe. Das ist auch auch so etwas, am Anfang, also als ich meine Spiele damals gelöscht habe, 2000. 14. War immer so die leise Hoffnung, dass ich vielleicht auch irgendwann wieder zocken könnte. Irgendwann zwischendrin habe ich so gemerkt, irgendwann zwischendrin habe ich so gemerkt, zumindest, das ist auch so ein echt schwieriger Prozess, weil zum Beispiel ein Mediensüchtiger, also ein Alkoholiker, kann nie wieder Alkohol trinken. Okay. Das kann man, glaube ich, noch heutzutage ganz gut erledigen. In einer Zeit, wo halt jeder Job eigentlich Computer erfordert, und einen Internetzugang, wie kann ein Mediensüchtiger da abstinent sein? Und deswegen ist da vielleicht auch dieser Name Internetnutzungsstörung vielleicht der entsprechende Knackpunkt. Das Schlimme ist ja nicht das Medium an sich, sondern die Nutzung. Und Das pathologische Verhalten in die Richtung, dass man es nicht mehr gesund benutzen kann, ja. genau. Ich benutze heutzutage natürlich noch Computer. Brauche sie für die Arbeit. Ich brauche für meine Doktorarbeit brauche ich definitiv auch Internet und einen Computer. Das Ding ist einfach nur, dass ich mich halt eben absolut restriktiere, was meinen Zugang zum Internet angeht. Und ich weiß, dass ich bestimmte Sachen nicht mehr machen darf. Ich habe zum Beispiel ich glaube vor ungefähr einem Jahr, habe ich nach über 7 Jahren tatsächlich mal League of Legends wieder installiert, um es auszuprobieren. Ich habe das, glaube ich, gespielt und dann war es irgendwann, ich glaube, 1:30 nachts und ich war wütend, weil ich verloren hatte. Ich war wütend, weil die Leute mich die ganze Zeit angeblafft haben, wie schlecht ich war. Und da habe ich gemerkt, so will ich mich wieder so fühlen? Weil ich habe mich ziemlich ähnlich gefühlt wie damals, einfach nur schlecht, frustriert und überhaupt. Und ich habe es wieder deinstalliert und ehrlich gesagt, blicke ich da, ich weine dem nicht hinterher. Aber genau, das ist halt eben so eine Sache, das muss man ausprobieren. Ich kenne Leute, die haben eine schlimme Zockerzeit gehabt und danach haben sie einen Job angefangen, der wirklich nicht mit Computern zu tun hat. Also irgendwie Landschaftsgärtner oder irgendwie sowas. Das ist völlig eigene Um sich Strategie. komplett von diesem Reiz wegzubekommen, da Genau. wieder reinzufallen, Ja, ja. genau. Ja, bei mir ist es anders. Ich habe jetzt seit glaube ich, einem Jahr oder so
habe ich wieder angefangen, Videospiele zu spielen. Nur halt hinter dem Aspekt, für mich ist, das ist zum Beispiel die andere große Regel, die ich habe. Ich spiele keine Videospiele alleine. Sondern es muss physisch jemand im Raum mit mir sein oder mit mir also spielen. Also online auch nicht? Online zählt nicht. Online zählt nicht. Okay. Es muss und wieso? Einfach als soziale Kontrolle so ein bisschen, dass ich halt eben, dass da noch jemand anders ist, der vielleicht dann auch irgendwann sagt, es geht dann irgendwie ins Bett. Und weil ich dann auch noch eine gewisse Interaktion habe mit jemand anderem. Weil ich entweder das Spiel zusammenspiele, ist meistens meine Freundin, oder weil wir uns über das Spiel austauschen. Und das, aber das ist ja jetzt online auch so. Man spielt zusammen, ja, und tauscht sich aber aus. Aber weißt du, was online passiert? Online passiert Folgendes. Der eine sagt jetzt irgendwann so, boah, es wird langsam spät, ich muss morgen früh raus, ich mache jetzt irgendwann mal, ich mache jetzt mal Feierabend, ciao. Und was dann passiert ist, dass ich dann noch dranbleibe und einfach weiterspiele. Das passiert einfach nicht, wenn du siehst, dass jemand halt eben irgendwie geht oder so. Das für mich zumindest hilft das absolut als soziale Kontrolle einfach. Und genau, ja. Und es ist auch ein völlig anderes, es ist ein völlig anderes Gefühl, uns völlig anderer Aspekt. Manche Videospiele sind ja halt auch einfach auch darauf getrimmt, dass man es einfach immer wieder und wieder macht. Also League of Legends zum Beispiel, wird man ja, nachdem ein Match vorbei ist, gibt es einen riesen Button mit nochmal spielen und einen sehr kleinen Button mit quasi aus der Lobby gehen oder irgendwie so ein Kram. Das ist interessant, ich merke gerade, dass alle Spiele, die ich gespielt habe, nicht diesen Sog hatten, glaube ich. Also so League of Legends und so hat mich jetzt nie so angezogen. Ich war dann immer eher bei sowas wie Pokémon, das, was wir am Anfang hatten. Und das hat halt so, das hat halt sein Ende und dann ist zu Ende. Oder Life is Strange oder solche Sachen. Ein weiterer Aspekt, den ich heute halt eben mache, ich spiele eigentlich nur Spiele, die, also mir fällt, glaube ich, ein Spiel ein, das ich besitze, das wirklich, wo man sagen kann, das hat kein Ende. Und das hat auch quasi sehr, sehr lange Partien einfach nur. Stellaris, sagt ihr das was? Mhm. Das hat einfach nur sehr, sehr lange Partien, aber die sind auch irgendwann zu Ende. Ist dann ja. Also man kann natürlich dann wieder auch neu anfangen, aber meistens, ich spiele eigentlich heute fast nur noch Videospiele, die einen Anfang und ein Ende haben. Sowas wie God of War, Horizon Forbidden West. Da habe ich nie drüber nachgedacht, dass das auch ein sehr wichtiger Aspekt sein könnte. Dieses, ich kann ins Unendliche weiterspielen, dass das eben halt dafür sorgt, dass ich auch nicht aufhöre. Dieses Games-as-a-Service-Modell, also sowas wie Destiny, Warframe, League of Legends, solche Sachen halt eben. MMOs, also die ganzen MMOs, also Guild Wars 2, WoW ist ja ein ganz großes Ding, wird in Verbindung mit Mediensucht immer wieder erwähnt. Sowas. Das ist wirklich auch ein ganz großes Ding. Wenn die Spiele quasi kein Ende haben und man sie immer wieder weiter spielen kann, dann ist das einfach auch ein großer verleitender Aspekt, wenn es darum geht, was Mediensucht angeht oder was süchtig machen kann. Ich glaube, ein Spiel, das irgendwie vielleicht seine 5 bis 10 Stunden dauert und einen Anfang und ein Ende hat, eine Story einfach erzählt, ich glaube, sowas ist viel, viel weniger riskant, dass das irgendwie süchtig macht, als ein Spiel, was halt immer wieder gespielt werden kann, irgendwie Matches oder so. Was halt eben auch dazu führt, dass immer wieder dieselben Spiele erwähnt werden, wenn es um Mediensucht geht. Also Counter-Strike oder sowas. Diese prominenten Beispiele sind, ich glaube jetzt halt Fortnite wahrscheinlich, eins der neueren, die da ja auch bei den Eltern dann schon bekannt sind. Ich habe jetzt noch eine Frage und die ist wahrscheinlich, ich glaube, die kann man so nicht beantworten, aber ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Glaubst du, es wird irgendwann einen Punkt geben für dich oder jemand anderen, der eine Mediensucht hat, wo man sagt, ich bin jetzt nicht mehr süchtig, ich werde jetzt auch nicht mehr zurückfallen, selbst wenn ich jetzt wieder irgendwie anfange, ein bisschen zu spielen. Glaubst du, es gibt diesen Punkt überhaupt? Also der Neurobiologe in mir sagt nein, weil ein Suchtverhalten ist halt ein gelerntes Verhalten, was zwar abgebaut werden kann im Kopf von der Gehirnchemie und den Verknüpfungen da oben. Das kann abgebaut werden, aber das wird super schnell wieder aufgebaut, wenn man dann wieder in so ein altes Verhalten quasi kommt. Und ich glaube, für mich ist
Das ist tatsächlich schwierig. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder League of Legends zum Beispiel spielen möchte, einfach auch aus eigenen Aspekten. Und weil ich halt auch weiß, was es mit mir macht. Insofern möchte ich das einfach nicht mehr machen. Also wenn ich mich wirklich komplett in mein altes Verhalten zurückziehen würde, wäre das, glaube ich, einfach nicht gut. Dann wäre das nach einer gewissen Zeit, wäre es genauso wie früher, glaube ich. Insofern, ja. Aber muss ja auch eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht das Ziel sein. Nee. Ich habe mir ja gerade gedacht, das Ziel kann ja auch einfach sein, ja, das funktioniert nicht für mich in meinem Leben. Ich lebe jetzt mein Leben einfach anders und du bist ja dann trotzdem happy. Ja, genau. Ja, das war für mich auch super wichtig zu erfahren in der stationären Therapie. Das war einfach auch so eine gewisse Zeit, wo ich halt eben keinen Zugang zu Medien hatte. Und ich habe festgestellt, ich habe mich doch auch ganz gut gefühlt. Auch ohne Medien geht auch, dass man sich gut fühlt oder dass ich mich gut fühle. Und das hat mir auch irgendwie so die Rückversicherung gegeben. Und es gibt mittlerweile viele Aspekte in meinem Leben, die nichts mit den Medien zu tun haben, die mich sehr erfüllen und die mir sehr viel Spaß machen. Also zum Beispiel dieses Interview hier, meine Selbsthilfegruppe, einfach Leute darüber zu informieren über Mediensucht, das macht mir sehr viel Spaß. Ich kriege da sehr viel Austausch, ich kriege da sehr viel Input und das erfüllt mich einfach sehr. Aber das heißt trotzdem auf der anderen Seite sind Videospiele für mich halt trotzdem nur noch etwas, was ich als Hobby halt betreibe. Und das geht gerade im Moment zumindest geht es gerade. Aber so wie jeder Süchtige muss ich halt auch ständig gucken und mein Verhalten überprüfen. So nach dem Motto so, mache ich das jetzt, also spiele ich jetzt irgendwie, um was zu vergessen oder was zu verdrängen oder weil es mir Spaß macht? Gucke ich jetzt gerade in das Handy, weil ich irgendwie gerade nicht damit klarkomme, irgendwie allein zu sein oder irgendwie Gedanken im Kopf zu haben? Oder liegt es daran, dass ich einfach nur gelangweilt bin? Und selbst wenn ich gelangweilt bin, ist das ein Grund, einfach ins Handy zu schauen. Also ich muss mich immer viel hinterfragen bei vielen Sachen, was natürlich einfacher wäre, wenn ich halt gar nichts in der Richtung machen würde. Aber für meinen Geschmack müsste ich mich dann zu sehr aus der, ja, einfach aus der Gesellschaft und aus einem Bereich meines Lebens ziehen, den ich einfach sehr, sehr gerne mag, also Videospiele zum Beispiel. Aber in der Zeit, wo ich wirklich gar nichts gemacht habe, hatte ich auch erstmal so eine Zeit, eine gewisse Zeit der Abstinenz hilft. Habe ich schon gemerkt. Und ich habe mich auch erst zögerlich da entschieden. Aber als ich jetzt meine jetzige Freundin kennengelernt habe und die halt auch Videospiele spielt, habe ich erst so gedacht, so, ich liebe diese Frau, aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht ein Aspekt ist, der schwierig ist mit mir als Mediensüchtiger und sie halt Videospiele spielt. Und am Anfang war das wirklich so, dass ich hier irgendwie am Küchentisch saß, während sie dann halt eben im Wohnzimmer saß und einfach dort dann halt gespielt hat. Und irgendwann kam dann, glaube ich, mal, ich glaube, das erste Videospiel, was ich dann tatsächlich gespielt habe, war It Takes Two, der Gewinner Oh, der ist toll. vom Das Game gefällt Award mir. 2021. Als der rauskam damals, habe ich irgendwie so gedacht, so, das ist das perfekte Pärchenspiel. Man kann es nur zu zweit spielen und Stimmt, man ja. kann und ich man spielt auch ein man spielt ein Ehepaar. Das ist dann auch noch mal richtig schön Genau, romantisch. das war irgendwie noch richtig. Ja gut, es ist nicht so romantisch, dass das Paar sich trennen will. Ja. Aber Ja. Gut, es wird vielleicht stimmt. gegen, es wird dann romantischer, je mehr man spielt. Aber es ist einfach ein sehr, sehr gutes Videospiel und es hat mich zu einer gewissen Zeit damals dann so frustriert, dass ich irgendwie gesagt habe, dass ich das nicht spielen konnte. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ich probiere es aus. Ich probiere es aus mit ihr zusammen, halt nur mit ihr zusammen. Was zu spielen, dieses Spiel und dann schauen wir mal, wie es mir damit geht. Und am Anfang habe ich mich wirklich irgendwie auch teilweise so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich irgendwie gesagt habe, ich breche jetzt gerade eine Regel. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist eine Regel, die ich mir selber auferlegt habe und diese Regeln darf ich auch durchaus halt eben verändern, wenn ich merke, dass die Regeln halt eben nicht mehr wirklich Sinn machen. Also sowas, was auch gerne in der Therapie angewendet wird und was ich auch immer in der Gruppe empfehle, ist das sogenannte Ampelsystem. Also quasi, man nimmt sich wie eine Ampel, man hat einen roten Bereich, einen gelben Bereich und einen grünen Bereich und
tut da in diese Bereiche alle Mediensachen, je nachdem, wie gefährlich sie sind. Also bei mir zum Beispiel im grünen Bereich, bei Sachen, die okay sind, sind sowas wie zum Beispiel Zoom, E-Mails und sowas, die Computer für die Arbeit oder so. Ich glaube, weil da wird keiner süchtig nach. Ich werde definitiv nicht süchtig danach. Außer man ist halt ein Workaholic, aber dann hat man nochmal eine andere Sucht. Das ist eine andere Sucht. Genau, das ist nochmal ein komplett anderer Aspekt. Gelb sind so Sachen wie halt eben Videospiele sind bei Gelb, aber halt eben nur mit jemandem anderen auf der Couch sozusagen oder halt eben auch zusammen im Raum. YouTube und Reddit zum Beispiel sind auch auf Gelb. Da habe ich nur begrenzten Zugang jeden Tag. Also das ist nur halt ungefähr eine Stunde. Und Rot sind dann halt eben Videospiele alleine spielen, die Blocker ausmachen und irgendwie sowas und daran und irgendwie, keine Ahnung, das Telefon auf die Toilette oder im Bett oder im Schlafzimmer zu haben. Also das ist zum Beispiel das Erste, was ich mal, ich glaube, das Erste, was ich den Leuten, die neu in der Selbsthilfegruppe sage, ist oder rate, ist eigentlich immer, abends das Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, sondern das irgendwo anders aufzuladen. Das kann ich sowieso jedem empfehlen. Weil es einfach. Das sollte ich auch mal machen. Weil es einfach ein völlig anderes Schlafgefühl teilweise ist, wenn man die letzte halbe bis Stunde vor dem Schlafengehen einfach nicht noch ins Handy guckt. Und ich weiß, die erste Frage, Leute, die Frage stellen, ja, aber wie werde ich dann morgens wach? Ich habe ja doch, also ich brauche das Handy doch als Wecker. Und dann sage ich den Leuten, dann kauf dir doch einen Wecker. Ja, also ein Wecker kostet nicht. Das ist aber nicht so praktisch, dass das im Handy drin ist. Ja, es ist praktisch, dass es im Handy drin ist. Aber wenn man, ich finde es ziemlich gut. Ich halte mich auch nicht immer dran, das gebe ich zu. Ich habe auch Tage, wo ich es wirklich drin habe, aber spätestens wenn ich wirklich ins Bett gehe und wirklich das Licht ausmache, spätestens dann gehe ich ins Wohnzimmer, schließe es hier an und lasse es hier. Es ist immer noch so, ich möchte auch nicht sagen, dass ich hier der Heiland bin. Auch ich struggle, habe immer wieder Tage und Wochen, wo ich struggle mit meiner Sucht und ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich halt wirklich auch wieder deutlich mein Konsum sich deutlich mehr vergrößert hat. Aber ich habe mittlerweile, glaube ich, die Tools und die Leute gefunden, mit denen ich halt eben darüber sprechen kann und die mir helfen, da wieder rauszukommen. Also mein Therapeut, meine Freundin, meine Selbsthilfegruppe. Deswegen, ich mache das ja auch deswegen, weil es mir selber auch hilft. Also ich kann damit anderen helfen, aber es hilft mir selber natürlich auch. Insofern, ist das, glaube ich, immer, es ist ein gegenseitiges Ding. Insofern passt das immer ganz gut, finde ich. Ja, Hendrik, danke, dass du dich so geöffnet hast und diese ganze Geschichte erzählt hast. Das ist so wertvoll einfach. Und wir hatten ja jetzt echt schon Politiker, Journalisten, Influencer, alles Mögliche im Podcast. Und die Folge mit Cold Mirror hat einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen. Aber ich muss sagen, ich fand, das war das geilste Interview, was ich für den Podcast hatte. Also vielen, vielen Dank für diesen Input und du hast mich jetzt auch zum Nachdenken gebracht, was mein eigenes Medienverhalten angeht. Nicht, dass ich jetzt denke, dass ich süchtig bin, aber das waren sehr viele gute Denkanstöße, denke ich, einfach mal sich selbst auch zu kontrollieren. Dann ist meine Arbeit heute hier getan. Dann kann ich das machen. Aber die Folge mit Cold Mirror, die werde ich mir nochmal anhören. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht angehört, aber das die ist sehr lustig. Das glaube ich. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest? Was du noch nicht gesagt hast. Was ich häufig halt eben sehe, ist, dass vor allem viele Leute, die nichts mit Videospielen zu tun haben, generell Videospiele im Allgemeinen sehr verteufeln. Und ich hatte jetzt ja schon gesagt, es gibt bestimmte Videospiele, die in dem Kontext Mediensucht immer wieder vorkommen. Und auf der Seite muss ich auch sagen, dass es da durchaus auch eine Pflicht gibt, vielleicht vom Gesetzgeber, bestimmte Praktiken der Videospielindustrie zu unterbinden, weil wenn diese nämlich dazu führen, dass die Leute sehr, sehr viel Zeit und vor allem dann auch sehr, sehr viel Geld ausgeben, Stichwort Lootboxen, wo in Belgien und den Niederlanden das verboten ist, also quasi das Glücksspiel in den Videospielen verboten ist, das sollte auch irgendwie geregelt werden. Aber es gibt auf der anderen Seite so viele wunderschöne
Geschichten und ja, auch einfach auch künstlerisch wirklich auch schöne Dinge und Videospiele, die dann häufig in solchen Konversationen, habe ich das Gefühl, immer unter den Tisch fallen. Also solche Spiele wie Journey, Abzu, Gris, also das sind wirklich wunderschöne und ästhetisch auch wundervolle Spiele. God of War, Horizon Forbidden West haben wirklich komplexe, sehr, sehr schöne Geschichten, die man dann halt eben auch interaktiv dann auch miterleben kann. Ich finde, Videospiele sind so ein Medium, was einfach so toll ist, um Geschichten zu erzählen und auch darzustellen, das viel besser geeignet ist als zum Beispiel ein Film, vielleicht noch ein Buch, weil man dann seine eigene Vorstellungskraft benutzen kann. Aber ich finde, das gerät immer so ein bisschen aus dem ins Hintertreffen und wird dann immer dabei vergessen. Und ich möchte einfach eine Lanze brechen für vor allem für die Indie-Szene in den Videospielen, wo halt eben es häufig nicht um das viele Geld geht, sondern einfach um ein gutes Spiel, ein gutes Spiel zu machen, eine schöne Story zu erzählen. Genau. Und irgendwie sozusagen die Kunstform des Videospiels ein bisschen voranzubringen. Genau. Das wäre mir noch wichtig. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr leidet an einer Mediensucht, redet mit jemandem. Ich weiß, dass das schlimmste Gefühl ist, dass ihr irgendwie keine Kontrolle über euer eigenes Verhalten habt. Und ich kenne das Gefühl absolut. Aber es hilft nicht, wenn ihr euch damit selber versucht auseinanderzusetzen, sondern ihr müsst euch irgendwie Hilfe holen. Und es ist auch überhaupt nicht beschämend, euch Hilfe zu holen. Vor allem, weil es ja auch etwas ist, was Männer eine Krankheit ist, die Männer betrifft in sehr vielen Sachen. Und leider ist es immer noch so, dass Männer sich ungern Hilfe holen wollen. Aber holt euch jemanden. Holt euch einen Kumpel, die Eltern. Sagt irgendwie so, hey, irgendwas ist nicht gut in meinem Verhalten hier und ich möchte das irgendwie ändern. Sucht euch irgendwie Hilfe. Wir sind alle so Menschen und wir können nicht alles alleine machen. Wir brauchen Hilfe, um vor allem aus solchen Situationen rauszukommen. Und glaubt mir, es lohnt sich. Klar, ihr werdet wahrscheinlich in sehr vielen Dingen Angst haben, aber es ist absolut worth it. Das echte Leben ist zu schön, um es irgendwie vor dem Bildschirm zu verpassen. Und das habe ich jetzt auch schon oft gesagt, das waren sehr schöne abschließende Worte und ich habe dem nichts hinzuzufügen, aber das waren jetzt wirklich die schönsten abschließenden Worte. Ich habe noch so ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt vielleicht, aber es ist okay. Ich glaube, es war ganz gut. Genau, wenn man sich weiter über das Thema Computerspielsucht informieren möchte, kann man sich auch nochmal die Folge mit Frau Dr. Isabel Brandhorst anhören. Die ist die Folge, die vor dieser rausgekommen ist. Ansonsten, wie gesagt, wir werden in die Podcast-Beschreibung die E-Mail-Adresse für deine Selbsthilfegruppe hinterlegen, sowie auch nochmal die Internetseite, wo man sich das, auch diesen Text, den ich vorhin vorgelesen habe, durchlesen kann. Heißt, falls jemand Interesse hat, da mal vorbeizuschauen, könnt ihr euch so mit Hendrik in Kontakt setzen. Genau. Solange ihr aus Stuttgart und Umgebung seid. Ja, genau. Ja. Ansonsten, ich meine, ihr könnt auch gerne von woanders herkommen, aber das dürfte ein bisschen lange Anfahrt werden. Ja, genau. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und wahrscheinlich bis zu irgendeiner anderen Folge dann noch. Ich würde mich freuen. Tschüss. Ciao.